Is engaged in a struggle. I always see the MP for Poplar and Limehouse, Absama Begum, standing by their side. Also liebe Freunde, wir schreiben heute den 20. Mai 2024, Pfingstmontag sozusagen. Wir sind hier in Berlin und zwar in der Nähe vom Brandenburger Tor, vielleicht 200-300 Meter an der Ecke zur britischen Botschaft. Und heute ist ja so, dass in London der High Court, also das oberste Gericht, darüber entscheiden wird, ob Julian Assange letztendlich an die USA ausgeliefert werden wird, weil er sich erdreistete, US-Kriegsverbrechen in Irak, in Afghanistan zu veröffentlichen. Darüber hinaus noch, weil über 1 Million geheime Dokumente unter der Rubrik oder unter der Webseite WikiLeaks und das neben die westlichen Werteregierungen, Julian Assange, australischer Journalist und Verleger von WikiLeaks, sehr übel. Und obwohl Julian Assange überhaupt kein US-Staatsbürger ist, behandelt eben das Gericht in Großbritannien über seine Auslieferung, was an sich schon ein Verfassungsbruch wäre, da politisch verfolgte Menschen, insbesondere aber Journalisten von Großbritannien, nicht ausgeliefert werden dürfen. Was wir hier hören, sind die Reden vor dem High Court aus London direkt. Punishment including the death penalty. That's why I think people all over the world understand the seriousness of this case. I really think that we cannot say that we stand for press freedom if freedom only exists, if it does not challenge
of goal beyond what certain powers want. And human rights are not inalienable. If they are partially applied at the whims of the most powerful, and we must die gelben Bändchen, remember that die wir hier sehen, das sind haben hier Menschen aus ganz Deutschland ihre Wünsche, ihre Sprüche für Julian Assange aufgeschrieben. Die wurden gesammelt über die letzten Jahre hinweg, weil die Aktivisten hier von Free Assange aus Berlin eben auch nicht nur in Berlin jeden Freitag hier stehen, und zwar den ganzen Tag ab 10 bis 18 Uhr, sondern auch bei diversen Veranstaltungen wie Friedensfestivals unterwegs sind. Julian Assange sitzt im Hochsicherheitsgefängnis bei Marsch. Das ist nicht in China. Das ist nicht in Russland. Das ist in London, dem sogenannten Wertewesten. Was ist sein Verbrechen? Sein Verbrechen ist die Aufklärung über Kriegsverbrechen, über Korruption, über Umweltverschmutzung mittels WikiLeaks. Verfolgt wird er von den USA. Was genau wirft ihm die USA vor? Sie wirft ihm vor, Spionage betrieben zu haben. Dabei ist er lediglich die Internetplattform und nicht der Whistleblower. Veröffentlicht wurden Kriegsverbrechen der Amerikaner in Afghanistan und im Irak. Methoden, die angewandt wurden in Guantanamo. Und nochmal, er ist nicht der Whistleblower. Er ist der Publizist und Journalist. Das wäre der erste Fall überhaupt, dass ein Journalist angeklagt wird für das Veröffentlichen von Informationen im öffentlichen Interesse. Diese Anklage darf niemals erfolgen, geschweige denn Erfolg haben. Heute steht Julian Assange erneut vor Gericht in London. Es handelt sich dabei um die letzte Anhörung, ob die Zusicherungen der US-Amerikaner auch tatsächlich ausreichen. Sollte dem stattgegeben werden, wird er bereits morgen aller Voraussicht in ein Flugzeug gesetzt und ausgeliefert werden an die USA. Dort erwartet ihn ein Verfahren vor einem sehr zweifelhaften Gericht, wo die Jury sich zusammensetzt aus Mitarbeitern aus FBI, NSA, CIA oder zumindest deren Angehörigen. Sollte er verurteilt werden, dann erwarten ihn 175 Jahre in Haft. Es wurde ihm zugesichert, dass ihm nicht die Todesstrafe bevorsteht. Aber machen wir uns nichts vor. 175 Jahre in Haft ist lediglich ein Tod auf Raten. Er sitzt bereits seit 5 Jahren in einem Gefängnis, in einem Hochsicherheitsgefängnis, zusammen mit Terroristen und Mördern. Und zwar in Isolationshaft. Und der Skandal ist, er ist nicht verurteilt und trotzdem wird er solchen Repressalien ausgesetzt. Das ist ein massiver Angriff auf die Pressefreiheit und das auf europäischem Boden. Das darf keine Schule machen. Ansonsten ist die Freiheit eines jeden Einzelnen von uns in Gefahr. Wenn dies Schule machen sollte, brauchen wir nicht erwarten, dass wir in Zukunft kritische Informationen zukünftig noch erhalten werden, dann wird sich jeder investigative Journalist überlegen, ob er dieses Schicksal, was Julian erlitten hat, ebenso riskiert. Und in diesem Sinne fordern wir die sofortige Freilassung von Julian Assange. Free press! Free speech! Free Julian Assange! Free press! Free speech! Free Julian Assange! Free press! Free speech! Free Julian Assange! Heute findet vor dem Royal Court of Justice in London eine Verhandlung gegen Julian Assange statt. Eine Berufungsverhandlung, da Julian Berufung gegen die Auslieferung an die Amerikaner eingelegt hat. Von den 9 Berufungsgründen
wurden sechs schon abgelehnt. Heute geht es noch um 3 Berufungsgründe. Wir fordern Großbritannien auf, Julian Assange sofort freizulassen. Er hat nichts verbrochen. Die Verbrecher, die Kriegsverbrecher gehören ins Gefängnis, nicht Julian Assange. Lasst Julian sofort frei! Free Assange! Free Assange! Free Assange! Free Assange! Free Assange! Free us all! Free Assange! Free us all! Free press! Free speech! Free Julian Assange! Free press! Free speech! Free Julian Assange! There's only one decision! No extradition! There's only one decision! No extradition! There's only one decision! No extradition! Im 20. Jahrhundert begannen als Ergebnis von Lügen, die von der Mainstream-Presse verstärkt und verbreitet wurden. Unsere Überzeugungen über die Welt und übereinander wurden von demselben System geschaffen, das uns in wiederholte Kriege hineingelogen hat, die Millionen von Menschen getötet haben. Jedes Mal, wenn wir Zeuge einer Ungerechtigkeit werden und nicht handeln, dann trainieren wir unseren Charakter, im Angesicht des Unrechts passiv zu bleiben und verlieren dadurch allmählich, nach und nach, jede Fähigkeit, uns selbst und diejenigen, die wir lieben, zu verteidigen. Das Recht zu sprechen kommt von unserem Recht zu wissen. Wir stehen alle unter Kriegsrecht, was unsere Kommunikation betrifft. Wir können nur die Panzer nicht sehen, aber sie sind da. Transparenz und Verantwortlichkeit sind Sache der Moral, die das Wesen der Öffentlichkeit und des Journalismus ausmachen muss. Unsere Zivilisation ist nur so stark, wie ihre Ideen wahr sind. Und wenn unsere Medien korrupt sind, wenn unsere Akademiker ängstlich sind, wenn unsere Geschichte mit Halbwahrheiten und Lügen gefüllt ist, wird unsere Zivilisation niemals gerecht sein. Wir müssen diejenigen feiern, die die Wahrheit aufdecken und die anprangern, die unsere Fähigkeit zerrütten, die Welt, in der wir leben, zu verstehen. Also feiern wir heute auch Julian Assange und feiern die Bemühungen, ihn endlich frei zu bekommen aus der Folterhaft in Belmarsh. Hoffentlich gelingt es. Danke. Julian Assange in his own words. Populations basically don't like wars and they have to be lied into it. That means we can be truth into peace. Most wars in the 20th century started as a result of lies, amplified and spread by the mainstream press.
about the world and each other have been created by the same system that has lied us into repeated wars that have killed millions. Every time we witness an injustice and do not act, we train our character to be passive in its presence and thereby eventually lose all ability to defend ourselves and those we love. Find words language without commensurate action. The right to speak comes from our right to know. We are all under martial law as far as our communications are concerned. We just can't see the tanks, but they are there. Transparency and accountability are moral issues that must be the essence of public life and journalism. Our civilization is only as strong as its ideas are true. And when our media is corrupt, when our academics are timid, when our history is filled with half-truths and lies, our civilization will never be just. We must celebrate those who expose the truth and denounce those who shatter our ability to understand the world we live in. Alles in ihrer Macht Stehende dafür zu tun, um Opposition und Widerstand gegen eskalierende Kriege zu entwickeln. Orientiertes Denken ist erforderlich. Darum Freiheit für Julian Assange sofort. Die Entscheidung ist gefallen, dass Julian Assange Berufung einlegen kann. Ist heute gefallen eben. Their virtues being extolled in the world's media. Well, I know which side I'm on, you know which side you're on, and that is the cause of Julian Assange. I do know that whatever the next event is, we will be there, we will not give up, we will not walk away, we will always be standing alongside Julian Assange. And the final thing I'd say is this, to any journalists around the world who think they can ignore this story, it's all to do with espionage and promotion crooks and so on, think again. And to our friends in the United States, we need your voice. Those of you occupying the campuses, well done. Those of you that are campaigning... Free Julian Assange! Free press! Free speech! Free Julian Assange!
sehr schön. Free Assange, free Jemen. Free Julian Assange! Free press! Free speech! Free Julian Assange! Function. It really is our democracies that are at stake, and it is in addition the slaughter, the brutality that we see in Gaza every day, that we see in Yemen for over 9 years, we are seeing in Sudan and other parts of the world. Because our politicians are again. Free! Free! Julian Assange! 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 Julian Assange! Free! Free! Julian Assange! Free! Free! Julian Assange! Free! Free! Julian Assange! Free! Free! Julian Assange! May Allah forgive me all. Well, the end of the right here. People often ask, what can I do? The answer is not so difficult. Learn. So you think, Jim? Free! Free!
heaven from hell. U.S. Blue skies UK. From pain. Hands up a sign. Can you tell U.S. UK. UK. Hands Rock up a sign. U.S. UK. A smile. Hands up a sign. Free dress. Free speech. Free join did they get you to train? Free press. Your heroes for ghosts. Hot ashes for trees. A hot air for a cool breeze. Cold comfort for change. And did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage? That you why fucking